Und da bin ich auch schon wieder und wir gehen direkt in das Mädhaus. Ihr kommt vor Adlingen, also, doch, ihr kommt vor Adlingen an. Jedenfalls glaubst du, dass es Adlingen ist. Ach so, nee, jetzt ist auch der Erzähler. Kurz darauf erscheint Eirik mit einem besser gegabten Gestalt, den ich als Fallgott vorgestellt hat. Ich mache das, sagt Eirik über die Schulter. Bereit? Bringen wir es hinter uns, du gehst durch den Vordergrund, dieser Kampf lasse ich lieber. Bringen wir es hinter uns! Recht so, sagt Fallgard. Na, dann wollen wir mal. Fallgard tritt die Vordertür so hart auf, dass sie ohne Reparatur nicht mehr schließen wird. Als ihr die Halle betretet, steht Eirik schon mit gezogener Axt an einem Tisch. An einem der Tische. Betrunkene Skalflinge bemühen sich mit aufgerissenen Augen, ihre Waffen zu finden, wobei sie den Tisch und Metkrüge umstoßen. Der gute Met. Ich nehme jetzt nur auch eben den Part auf, weil dann gehe ich ins Bett, weil wir haben schon 12:30 und ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen und das ist unpraktisch. Wenn ich dafür zu lange wach bleibe. Bereit? Ja, ich bin bereit. Jetzt kann ich wieder normal reden, weil ich bin. Battle Royale. Guck mal, Fallgard, Eirik und Big Boss. Oh cool, wir sind 4. Bewegen wir uns. So, du bewegst einfach mal nach da. Steinmauer, Angriff, Zug beenden. So, den können wir da hinschmeißen. Dafür brauchen wir allerdings einen Willenspunkt. Wie viele Willenspunkte habe ich? Willenskraft, 7 von 5. Okay. Dafür brauche ich 2 Willenspunkte. So. Kann ich jetzt auf Angriff übergehen? So, mache ich einen kaputt, mache ich 2 kaputt. Schlägt der Wettkämpfer. Mache ich das so und so. Kann ich die Karte auch bewegen? Ernst gemeine Frage, kann ich die Karte bewegen? Ah, kann ich, Tatsache. Das ist ja fein. So, dann bin ich einfach nur noch da und machst da erstmal nichts. So, der bewegt sich auch. Oh! Die machen zur Zeit was. Du gehst einfach mal nach da. Und machst auch mal den Zug fertig. Keine Ahnung, was die da verbrocken. So, aber... Angriff auf ihn. Gehen wir da erstmal auf die Rüstung. So kriegen wir 4 von der Rüstung weg, das ist da nur die Hälfte. Das ist, wenn wir das hier machen, dann kriegen wir 4 von seinem Leben weg, dann hat er noch 2. Machen wir das. Machen wir das, weil dann kriegen wir ihn ordentlich klein. Okay, damit haben wir ihn. Schicken wir ihn nach hier. Denken die erstmal gegenseitig. Sammlung, Angriff. Auf ihn. 90%, ja, machen wir so. Verdammt! Gehst einen Schritt nach vorne und kannst ihn dann angreifen. Oh cool, 3. Machen wir. Ich glaube, das war ein Spezialangriff. Verdammte Hacke. So, die schicke ich nach da. Und dann machst du uns jetzt hier einen Wirbelwind. Und zwar auf ihn. Ja. Perfekte Aktion! Da muss ich ja schon beinahe sagen, die Aktion war ja geil.
Du kannst es mit einem normalen Angriff einfach töten. Angriffsmeister! Geile Aktion. Okay, du kriegst mit einem normalen Angriff 3 Schaden hin. Schicke Sache. Du legst dich hoch und die gehen alle auf meinen Big Boss. Was mir nicht gefallen mag, aber der hat noch 2, der hat 3, der hat 8. Dann gehen wir auf den 8er mit 4. Jetzt kommt der da unten und greift ihn an. Und du gehst jetzt einen Schritt nach da. Und ein Wirbelwind wieder, weil der ist einfach richtig babo. Und bam! Ich dachte, ich treffe ihn da unten auch noch. War allerdings nicht der Fall. Nee, nee, nee. Greif ihn lieber nochmal an. Oh, 5 Schaden. Abgebombt. Moment mal, hat er meinen König gerade besiegt? Scheiß die Wand an. So, dahin. Und den machen wir jetzt kalt. So, wo sich eigentlich da? Stärke 13. Rüstung 7. Oh geil, du machst 11 Schaden, töte ihn. Wie viel hast du noch? Stärke 10. Rüstung hast du auch noch. Gut, den machst du eben platt. Schade, dass es meinen König gekillt hat. Sieg, die Feinde sind tot zu deinen Füßen. Wir werden... Ja, kacke. Beförderung, gehärtet durch Blut. Ja, super. Ich komm nie dazu, das zu leben. Ich schalte das so schnell durch. Oh, plus 10 Ansehen. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Da sind sie! Verdammt, ich muss dieses Blut abwaschen! Erik schaut aus dem Fenster der Halle auf die Bucht. Eine Flotte Langschiffe mit Segeln in kräftigem Rot und Blau nähert sich. Ein Banner ist mir vertraut. Vognir, Anwärter auf den Pfahlsthron. Er wird zuletzt gesprochen haben. Die andere Flagge sieht wichtig aus. Ja, wichtige Gäste! Siehst du, mein täglich Brot ist... Was mein täglich Brot ist? Ah, das ergibt schon mehr Sinn. Du hast gehofft, ich wäre daran interessiert zu sagen, hier ist alles wunderbar, wenn die königlichen Gäste kommen. Nicht ich, der Statthalter. Ich muss jetzt die verwesten Leichen über die Berge von Eingeweide aus der großen Halle... Achso, und Berge von Eingeweiden aus der großen Halle kriegen, ehe sie reinkommen. Kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Worum geht's? Wenn du unsere Gäste ohne an den Docks etwas hinhalten könntest, hätte ich nichts dagegen. Vielleicht tue ich das. Erik und Valgard eilen aus der Maidschenke. Zu seiner Ehre wirft Erik dem Wirt etwas Silber wegen des Chaos zu. Du zuckst entschuldigend die Achseln und machst dich auf zu den Docks, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. Okay, begrüßen wir die Neuankömmlinge. Vielleicht finden wir ja potenzielle Verbündete. Jupp, da sind ein paar. Finde ich auch cool, wie das die mit den Schriftzeichen einfach gemacht haben. Ich glaube, irgendwann müssen wir da oben auch was machen. Also richtig cool gemacht. Also ich mag's, ich find's nur schlimm, dass ich die Stimme machen muss. Vognir! Ein vertrauter Pfahl betritt die Docks. Du erinnerst dich an eine viel jüngere Version, die zielstrebig durch die Halle von Grofheim marschiert ist. Verdammt! Verdammt, wie krieg ich die jetzt hin? Ich hab die Stimme schon. Verdammt. Nee, verdammt, okay. Götter, Robin. Du siehst ja antik aus. Das kommt von einem alten... Das kommt vom Alter. Und wo Vognir ist, kann Hakon nicht weit sein. Ach nein. Verdammt. Ach nein. Resto, Armen und Dumme immer noch Tribut ab, alter Vox. In welchem Alter verliert man eigentlich sein Schamgefühl? Jorundr!
Das Jorundr verlangt es. Mir ist es lieber, als in Grofheim zu versauern, wo wir davon reden. Ich wusste nicht, dass du so weit von zu Hause weg bist. Gott, das kratzt so im Hals. Ich bin eigentlich gerade aus Aberrant zurückgekehrt. Und froh darüber. Harkon deutet auf die anderen Schiffe in der Bucht, deren Segel noch flattern. Ein goldener Wolfskopf auf einem roten Grund. Der König der Menschen oder sein Stellvertreter. Ihr Welpen des Königs. Der Sohn des Königs, Lodin, weißt du nicht, Schreiber? Wir besuchen seine Hauptstadt. Er besucht unsere. So schmiedet man heutzutage Bündnisse. Was für eine verdammte Zeitverschwendung! Ja, Harkon hat recht. Hab dich fast vergessen. Gut, dass du hier bist, Harkon. Dann geht es nach Grofheim. Verdammt, ich komme langsam mit den Stimmen durcheinander. Und das deutliche Gefühl, dass ich im Strand fertig bin und selbst dort unterwegs bin. Wir sollten uns zusammentun. Sollten wir einen Tag noch unter besseren Umständen würde ich eine Woche feiern, aber ach, bringen wir es hinter uns. Treffen wir uns morgen an den Toren. Er versucht zu sagen, dass der Prinz eine Augenweide ist. Wo ist Moch? Harkon, lass einen Ort suchen, an dem er die Krieger unterbringen kann. Ich treffe mich mit dem Statthalter. Ich habe keine Ahnung, wie gut er mich übrigens hört gerade. Das ist einfach so. Ah. Kurz nach ihm geht eine Gruppe Riesen. Einige erkennst du, andere sind dir fremd. Ich gehe dann mal Morg suchen. Wir sehen uns morgen früh, Schreiber. Ich werde da sein. Der junge Prinz der Menschen schlendert von seinem Schiff. Er klopft sich die Tunika ab und überblickt mit halbgeschlossenen Augen den Strand. Ludin sieht genau aus wie jemand, der als Kind gerne Spinnen die Beine ausgerissen hat. Der lange Weg zurück nach Grofheim dürfte diese Jahre interessanter werden als sonst, überlegst du. Gott, das kratzt so unglaublich fett im Hals. Plötzlich fühlst du dich müde. Du kicherst darüber, wie seltsam der Tag war. Einer der Männer des Statthalters in der großen Halle könnte dir einen Schlafplatz suchen. Andererseits, wenn du morgen zu Forknys Karawane stößt, kann es nicht schaden, noch etwas mit Harkon zu trinken oder dich dem Prinzen vorzustellen, von dem in so hohen Tönen gesprochen wird. Also entweder gehe ich pennen, trinke mit oder rede mit dem Prinzen. Moment mal, ich feiere gerade im Hintergrund die Musik, ne? Also ich bin gerade überlegen, große Halle, Prinz oder Met? Wobei, Harkon ist ziemlich cool. Wobei, ein gesundes Sickerchen, ach, ich bin ein Riese, ich bin Krieger, da trinkt Met! Schreiber! Du findest Harkon umgeben von anderen Wal in der Metschenke. Es gibt immer Wal am Strand, aber selten so viele. Harkon winkt dich herüber. Na, gleich an die Getränke? Fognir ist derjenige, der sich was zu trinken entgehen lassen wollte. Ich war sowieso nicht in der Halle des Statthalters eingeladen. Das Massaker hast du schon versäumt. Ich gehe jedes Jahr herum und ziehe Steuern ein. Jedes Jahr sind es die Menschensiedlungen, die Schwierigkeiten machen. Kein Wunder. Was war es diesmal? Als ich herkam, stapelten sich in der großen Halle schon die Leichen. Wir haben noch ein paar hinzugefügt. Ha, Menschen! Vermutlich war ich auch verzweifelt bemüht, was aus mir zu machen, wenn mein Leben so kurz wäre wie ein Juxfurz. Juxfurz? Juxfurz, geil. Es ist nie zu spät für den ersten Schritt, Harkon. Harkon kichert verhalten. Jeder Wal kennt seine Taten auswendig.
Er ist berühmt für die Schneisen, die er im Zweiten Krieg an Vorgängers Seite und seitdem immer wieder in den Reihen der Wüter geschlagen hat. Hier unten bin ich ein verehrter Leibwächter. Vielleicht hast du recht, ein weiterer Grund nach Grofheim zurückzukehren. Ich glaube, ich lege unter jeder dieser Stimmen noch einmal einen Bass, weil, oh Gott. Bald genug kann ich mir denken. Du trinkst, bis die Metschenke erdrückt wird und gehst dann wieder an die frische Luft. Ach Gott, mein Hals. Es kratzt so. Merken, sprich das Spiel, da kann ich eh nicht viele Aufnahmen machen. Es sei denn, ich bin endlich bei dem Part der Menschen, wo ich dann einfach nur die Stimme verstellen muss. Und nicht so ein Kratzen mit reinlegen muss, damit es bassiger klingt, automatisch auch. Weil wenn ich selbst einen Bass drüber lege, dann klingt es auch irgendwann unnatürlich. Deswegen versuche ich es jetzt selbst schon mit eigener Stimme irgendwie halbwegs hinzubekommen und das, oh Gott, geht voll nach hinten los. Bin ich hier richtig? Du findest den Prinzen in einem Gasthaus. Wachen umstellen das Gebäude, darunter auch ein Wal mit scharfem Blick, der offenbar für Ludin abhaltet. Eine Frau in Rot winkt dich anschließend herüber und bleibt mit verschränkten Armen in deiner Nähe stehen. Meinem Großprinz Ludin. Eine Frau im Rot winkt mich herüber und ich sag ja, hallo Prinz Ludin. Alter, ist das die Frau? Als wenn es echt so ist. Okay, dann. Ja, du gehörst zu Wognir. Ich erinnere mich nicht an dich. Eigentlich nicht. Ich kenne Wognir schon lange. Ich begleite euch mit meinen Wachen zurück nach Grofheim. Ludin blickt zum ersten Mal auf. Die Frau reagiert nicht. Oh, verdammt! Warum? Ist jetzt egal. Ich arbeite für den König. Ich bringe die Zehnt in die Hauptstadt. Wir haben uns zufällig getroffen. Oh, ein Steuereintreiber. Gute Gesellschaft. Was willst du? Ich wollte mich nur vorstellen. Ich wollte mehr über dich erfahren. Ich bin Freizeithistoriker. Ich dachte, wir könnten Ich wollte mehr über dich erfahren. Oh, nun offenbar weißt du, wer ich bin. Hast du, was du brauchst? Ja, habe ich. Ich will dich nicht aufhalten. Du gehst wortlos. Ist ja offensichtlich, dass Ludin nicht in Gesprächslaune war. Oder ist ein mieser Hund. Schön, dass da ein Oder gestellt wurde. Also entweder möchte er nicht oder ist einfach nur ein mieser Hund. Das ist schön, dass es ein Oder ist und nicht aber festgestellt wird. Bäm, mieser Hund, weil er nicht redet. Finde ich schön. Schön. Morgens wirst du von einer Güterlieferung geweckt. Jedenfalls gehst du davon aus, dass es morgen ist. Schwer zu sagen, wenn sich die Sonne nicht bewegt. Das Wappen des Statthalters ziert die gelieferten Leder. Ist es alles da, wie versprochen? Zu deiner milden Überraschung. Du fragst dich, ob Eirik da die Finger im Spiel hatte. Deine Wachen bringen die Schatzwagen runter zu den Toren. Wogen ist bereits dort. Kurz darauf erscheint Ludin um seine Männer erschöpft und derangiert. Morg tritt vor. Wogen ist Quartiermeister. Wenn du dich recht entsinnst, also zuständig für diese schwerfällige Krieger. Du kennst ihn nur vom Sehen. Er fragt, ob du stark klar bist. Wir sind bereit. Du folgst Morg und schürst zu den anderen. Üblicherweise reichen die kleinen Türen aus, die in die großen Tore eingelassen sind. Doch die Stadtwache wurde beauftragt, die Tore komplett zu öffnen. Sie murmeln dabei Dinge, die besser ungehört bleiben. Vielleicht hat der Statthalter erwartet, dass ihr viel Publikum anzieht, aber du siehst nur müde, frustrierte Leute. Der Anblick ist bezeichnend für Strand insgesamt, findest du. Wird geladen. Cool, und damit ist eigentlich auch der Part zu Ende. Ich hoffe nur gleich, dass ich irgendwo speichern kann. Da bewegt sich was. Lassen wir die doch eben wandern, auch wenn es dadurch Überlänge gibt. Strand. Guck mal, das ist mein Banner. Dahinter sind die Menschen.
Tage, zwei. Versorgung für Tage 66. Wahl. Hervorragende Moral. Ansehen. Option. Die Karnawane macht für den Tag halt. Ein Geschenk. Wie mache ich den jetzt? Ein Geschenk, sagt Morg und öffnet ein paar Metfässer. Von unserem dankbaren Freund, dem Statthalter von Strand. Es vergehen einige Stunden voller rauen Gelächters, während der Met im Lager rund macht. Ein bisschen trinken, viel trinken. Auf Wognir! Du hebst ein Gefäß und bringst einen Stringbruch auf das Bündnis von Wahl und Menschen aus. Die anderen fallen ein. Ludins Gesicht wirkt wie eine Steinmauer. Ah, die anderen lachen über deine Übertreibungen. Schließlich setzt du dich zu Wognir. Mit Wognir plaudern, zukünftig trinken. Zurückhaltend trinken. Mit Wognir plaudern! Danke für deine Ansprache. Lalt Wognir. Verdammt, ich weiß nicht, wo ich aufhöre, wenn ich jetzt aufhöre. Ich guck einfach mal nach. Wenn ihr dann irgendwie irgendwas verpasst habt und irgendwas nochmal machen müssen, sehen wir es. Ja, ich höre jetzt hier einfach auf. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier jetzt rausgehe. Ich starte das Spiel gleich einfach nochmal, um nachzusehen, wo ich dann wieder losgeht. In Hoffnung, nichts verpassen zu tun, ne? Man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme. Ich bin euer Fellow, ich sag auf Wiedersehen, bye. Und ich finde das Spiel jetzt schon obergeil.